dass man alle nachbringt und dass er eigentlich auch was mitkriegt. Da ist sehr viel Platz dazwischen. Ihr könnt auch noch hier näher herkommen. Wäre super. Ja, Bank auch. Einfach mehr her. Super. So. Und jetzt noch eine kleine Info für alle, die von extra kommen. Wer eine Bank möchte, kann hier die Treppe runterlaufen. Vor der Halle stehen viele Bierbänke. Da könnt ihr euch eure Schnapper rauftragen und lassen sie und bitte nachher wieder runtertragen. Okay? So, dann machen wir langsam ruhig. Schön. Ein herzliches Grüß Gott hier in Hohenlohe. Wir sind hier nicht allein. Ich stelle mal kurz vor, wer wir sind. Ich bin Bruno Hafner, bin hier zu Hause. Hier bin ich in die Schule gegangen. Also fühle mich sehr wohl. Ich bin natürlich in Kanzach, da wohne ich mit meiner Familie jetzt. Ich komme eigentlich aus Völkow, aus dem Nachbarort. Wir sind hier als Familiencamp für alle, die jetzt aus der Gülgescha hier sind. Ich möchte mich ganz herzlich entschuldigen, da wir später dran sind. Hier sind jetzt einige hier aus der Göge da und aus der nahen Göge, aus der näheren Entfernung. Und ich möchte mich entschuldigen. Es ist ein bisschen lang gegangen, bis wir alle bloß überhaupt was zum Essen gekriegt haben. Es sind sehr viele Leute da. Bitte sehr zu uns nach. Aber wir haben jetzt heute Abend am Programmpunkt, wo wir mit euch zusammen, also mit der Göge, mit den Leuten aus der Gemeinde einfach auch miteinander machen. Wir haben ein paar Programmpunkte miteinander, das ist auch ein Gottesdienst, da darf ihr gerne auch mit dazu stoßen. Das sind sehr lebendige Gottesdienste, lade ich herzlich dazu ein. Wer sind wir? Wir sind ein Familienzeltlager hier. Wir machen von heute Mittag bis Sonntag sind wir hier Gäste und sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, um ein christliches Familienzeltlager durchführen zu können. Also, wir haben unter verschiedenen Gruppen, wir haben ein Jugendzeltlager parallel, das ist hinter in den Sportplätzen. Und hier unter, wo in das ganze Gebäude rum hier, findet das Familienzeltlager statt. Gibt es schon inzwischen 21 Jahre, so circa, glaube ich, 5 Jahre sind wir jetzt in der Göge und sind sehr froh, hier sein zu dürfen. Wir haben gute Gastgeber und fühlen uns sehr, sehr wohl. So. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt zu dir, Heidi. Die Heidi stellt jetzt kurz vor, was hier heute Abend laufen soll. Wir sind sehr dankbar, dass ihr für uns auch dieses Musical jetzt spielt. Das passt sehr gut zu uns. Und vielen Dank, Heidi. Ja, danke. Wow, mega Kulisse. Hier ist schon alles aufgebaut. Wir freuen uns total, wir sind die Musical Kids Ostrachtal und ich würde ganz kurz ein paar Worte einfach dazu sagen, wie das entstanden ist, dass wir heute euch hier ein Musical vorführen.
Gewachsen ist das alles aus eigentlich einem Krippenspiel, was wir jährlich machen, und wir haben ganz, ganz motivierte Kinder am Start. Und so war dann bei einem Nachtreffer die Frage, wie wäre es eigentlich mit einem Sommerprojekt? Und dann waren alle total motiviert und haben gesagt, ja, da sind wir dabei. Und so haben wir eigentlich erst im März angefangen mit unserer Planung, ja, Planung ein bisschen vorher, aber im März angefangen mit unserer ersten Probe. Und die Kinder waren total dabei, haben die Requisite alle auch mitgebastelt und die Speere geschnitzt und was da halt alles so mit dazugehört. Ja, und bin eigentlich ganz froh und freue mich, dass wir heute in Hohetengen nochmal aufführen dürfen. Wir haben schon zwei Aufführungen hinter uns in Einhard. Beim Heimatfest, beim Fest, haben wir eine Open-Air-Veranstaltung machen dürfen. Und jetzt ist heute unsere letzte Aufführung. Und da sind wir jetzt wirklich glücklich und froh, dass wir das nochmal vorführen dürfen. Ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, lehnen Sie sich zurück, habt Spaß. Kinder, macht mit. Und vor allem lasst euch von der Botschaft von diesem Musical einfach berühren. Thank you.
Krippenspiel wird. Und es ist auch nicht Weihnachten. Keine stille Nacht, kein Jesuskind und kein Lebkuchen. Die Weihnachtsgeschichte haben unsere Artgenossen tausend Jahre nach uns erlebt. Aber nicht ganz zufällig ebenfalls hier auf den Feldern unseres Besitzers Isai. Isai sehen wir eigentlich, aber eigentlich fast nie. Der Schafe sind wir nur einmal im Jahr besiegt. Dann, wenn wir geschoren wird. Apropos Schafschuhe, wissen Sie eigentlich, wie viele Pullover Sie aus einer Wolle eine Schafe stricken können? Normalerweise 3 Stück, aber der Weltrekord liegt bei 40 Kilo Wolle von einem einzigen Schaf. Das reicht dann für 40 Pullis. Krass, nicht? Es gibt übrigens 1 Milliarde Schafe auf dieser Welt. Das gäbe dann. Jetzt mach mal einen Punkt. Das hat überhaupt nichts mit unserer Geschichte zu tun. Oh Mann, aber. Wo waren wir? Ach ja, bei Isai. Besser gesagt, bei seinem Sohn. Oh, ich liebe David. Er ist so hübsch und so unglaublich stark. Er hat sogar gegen Jürgen gekämpft. Aber vor allem singt er wunderschöne Lieder. Ach, Conny, jetzt unterbricht doch nicht die ganze Zeit. David ist der Jüngste aus seiner Familie. Und weil er der Jüngste ist, muss er uns Schafe hüten. Tag und Nacht, bei jedem Wetter. Echt, ich sag sie. Ganz wichtige Aufgabe aus der Welt. Ach wirklich? Ah, da kommt er schon. Shalom, Isai. Shalom. Samuel will einer deiner Söhne für eine wichtige Aufgabe auswählen. Meine Jungs! Hallo Samuel. Isai, schön dich zu sehen. Das sind also deine Jungs. Prächtige junge Männer. Tja,
Man tut halt, was man kann. Das ist Eliab, mein Ältester. Shalom, Samuel. Eliab, willkommen, junger Mann. Gott, der Herr. Nein, du bist es nicht. Das ist Abinadab. Es ist meine große Ehre. Nein, ihn hat der Herr auch nicht ausgewählt. Ehrwürdigter Prophet, ich heiße Shama. Eigenartig, solch starke Männer. Sie sollten ja bestens für die Aufgabe aus der Welt sein. Aber auch Shama ist nicht der Richtige. Nein, du bist nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen sehen. Ich aber schaue jedem Mensch ins Herz. Isai, sind es wirklich alle deine Söhne? Ja, nein. Mein jüngster David, er fehlt noch. Aber er kann doch unmöglich der Auserwählte sein. Lass ihn sofort holen. Ob
Hallo, Papa. Hallo, David. Unser Prophet Samuel ist hier. Er möchte dich gerne sehen. Samuel? Mich? Es ist eindeutig. Dieser ist es. Ihn hat Gott ausgewählt. David, knie nieder. Hä? Aber was? Ich salbe dich im Namen unseres Herrn, des allmächtigen Gottes ein. Hat Großes vor, hat dich ausgewählt, Gott hat Großes mit dir vor. Glaube fest daran, dass er alles kann, er hat einen guten Plan. Gott hat Großes vor, hat dich ausgewählt, Gott hat Großes mit dir vor. Glaube fest daran, dass er alles kann, er hat einen guten Plan. Er hat gesehen, dass du ihn aufs tiefen Herz liebst, und er freut sich, dass du ganzes Leben gibt. Gott hat Großes vor, hat dich ausgewählt, Gott hat Großes mit dir vor. Glaube fest daran, dass er alles kann, er hat einen guten Plan. Mit seinem guten Geist, der dich stark und mutig macht, den Weg durchs Leben zeigt. Gott hat Großes vor, hat dich ausgewählt, Gott hat Großes mit dir vor. Glaube fest daran, dass er alles kann, er hat einen sein. David, der kommt nicht so schnell wieder. Aber wir haben noch einen Hirten. Aber das ist nicht ein richtiger, nur so ein Ersatz. David ist unser Hirte. Ach Ronny, das spielt doch gar keine Rolle. Hauptsache wir haben ein gutes Gras und eine... Nein, das ist überhaupt nicht egal. Und ich bin auch nicht dumm. Wussten Sie eigentlich, dass wir Schafe gar nicht dumm sind für die Menschen? Sehen wir alle gleich aus, außer ich vielleicht, weil ich ein schwarzes Fell habe. Aber wir können uns über 50 Schafgesichter merken. Echt intelligent, finden Sie nicht auch? Und außerdem... David, der kommt nicht so schnell wieder. Er wurde nämlich von König Saul an den Königshof berufen. In den Palast?
Ja, seine Brüder sind natürlich nicht begeistert. Die sind echt sauer, dass ausgerechnet David, der Jüngste, an den Königshof berufen wurde, um dort dem König seine Lieder vorzusingen und für ihn Musik zu machen können. Das ist es ja gerade. Genau diese Lieder vermisse ich so sehr. Und der David kommt nie mehr zurück. Nie mehr. Jetzt beruhig dich doch. Dein guter Hirte wird dich schon nicht so schnell vergessen. Nur Geduld. Ich bin Hirte. Auf dem Feld habe ich viel Zeit. Und wenn ich die Natur sehe, dann fallen mir die schönsten Lieder ein. Dann muss ich einfach singen. Ja, da hast du recht. Weißt du was? Ich möchte dich hier behalten. Du könntest mein Waffenträger werden. Dann wärst du immer in meiner Nähe und könntest mir immer deine schönen Lieder vorsingen. Das irrt mich, großer König. Nur, aber es ist... Was? Mein Vater braucht mich. Er sorgt für unsere Herren. Ich möchte zurück auf das Feld zu meinen Schafen und Ziegen. Na dann, geh und richte deinem Vater beste Grüße von mir aus. Ich werde dich bald wieder rufen lassen. Shalom, großer König. Aber in letzter Zeit total mies gelaunt. Keine Lust auf gar nichts. Stimmt, heute hat er sogar mal wieder von den Trauben gegessen. Das gab es schon ewig nicht mehr. Wie er letzte Woche einfach das Tablett genommen hat und gegen die Wand geschmissen hat. Oh Mann, hab ich mich erschreckt. Aber die Musik scheint ihm echt gut zu tun. Er ist wie verwandelt. Ja, die Musik ist einfach besser als jedes Medikament. Oh,
David, was habe ich dich vermisst? Hilfe, nicht so stürmisch, Ronny. Da sind ja meine Mädels und Jungs. Gut seht ihr aus. Hallo, Amon, wie läuft's? Hey David, alles gut soweit. Letzte Nacht haben die Wölfe ein wenig lauter gehört als sonst. Da habe ich etwas mehr Holz aufs Feuer gelegt, um sie fernzuhalten. Und bei... Und die Schafe sind alle fit? Naja, letzte Nacht gab's zwei Junge. Oh, schön. Ja, aber das eine wollte nicht zurecht trinken. Da musste ich etwas mehr nachhelfen. Und das eine schwarze Schaf ist mal wieder ausgebüxt. Ja, ja, der Ronny, das ist normal bei ihm so. Ja, du kleiner Wuschelkopf, du Flauschi, Bauschi. Nochmal vielen Dank, dass du aufgepasst hast. Kein Thema. Aber sag mal, wie war's eigentlich bei dir am Königshof? Es war ganz okay. Sie waren nett. Nur ganz okay? Hä? Das muss doch mega sein, für den König Musik zu machen. Ja, schon, aber ich habe euch vermisst. Und ich mache ja immer Musik für den König. Für den allmächtigen König. Für meinen roten Hirten. Ja, bitte, lass uns das Lied vom roten Hirten singen. Macht ihr alle mit? Na los, Schafe, kommt nach vorne. Und wollten uns nun angreifen. Krieg? Hier? Bei uns? Ja, ganz hier bei uns in der Nähe, zwischen Soko und Aseka. Ich bin schon zu alt, um in den Krieg zu ziehen, aber deine Brüder sind mit König Saul auf dem Schlachtfeld. Ich habe hier ein paar Brote für sie. Bring sie ihnen und erkundige dich, ob es ihnen gut geht. Klar, das mache ich, Pauwerschott nach den Tieren. Amon ist schon auf dem Weg hierher. Pass auf dich auf, mein Sohn.
Shalom, Papa. Schon wieder weg, das ist doch echt mies. Wussten Sie eigentlich, dass Schafe ausgesprochene Herdentiere sind, die nicht gerne alleine sind? Komm jetzt nicht wieder mit deinen Quizfragen. Es ist Krieg! Aber was machen wir jetzt? Wisst ihr was? Ich brauche eine Pause. Ihr auch? Dann geht es hier in 10 Minuten weiter.